Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir wollen heute fortfahren in unserer Lehrserie über den Heiligen Geist. Bisher hatten wir drei Videos in dieser Serie, die sich hauptsächlich um Lehren der Pfingstcharismatik gedreht haben. Erstens die Frage, gibt es heute noch Propheten? Zweitens, gibt es heute noch Zungenrede? Und drittens, braucht es zwei oder ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist? Gibt es überhaupt Christen, die den Heiligen Geist nicht haben? All diese Dinge haben wir beantwortet aus der Schrift heraus und auch beim letzten Mal schon auf das heutige Thema ein bisschen vorgegriffen. Das Thema der heutigen Einheit ist die Frage, was wirkt eigentlich der Heilige Geist und war der Heilige Geist im Alten Testament schon wirksam? Wenn ja, wie? Und wo sind die Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament in Bezug auf die Wirkungsweise des Heiligen Geistes? Zunächst einmal, wer ist der Heilige Geist eigentlich? Ich möchte da eine Passage vorlesen aus 1. Korinther 2, Abvers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Hier ist die Rede vom Evangelium. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Es gibt noch ein paar andere gute Argumente, aber hier ist eines der schlagendsten, dass der Heilige Geist die dritte Person der Dreieinigkeit, nämlich Gott selbst ist. Er erforscht die Tiefen Gottes. Gott ist ein ewiger Gott, er hat unendlich Kapazitäten und Ressourcen und kein geschaffenes Wesen könnte Jahwe, den ewigen Gott, den selbstexistenten Gott, erforschen. Deswegen ist der Heilige Geist selbst Gott. In Hebräer 10 zum Beispiel wird aus Jeremia 31 zitiert, wo Jahwe spricht und es wird gesagt, der Heilige Geist sagt. Und dann wird es zitiert. Und das zeigt, dass der Heilige Geist die dritte Person der Dreieinigkeit ist. Neben dem Vater, der ersten Person, dem Sohn, die zweite Person, ist der Heilige Geist mit dem Vater und mit dem Sohn Wesens eins und teilt ein Wesen, nämlich den einen ewigen Gott, mit ihnen. Aber die Trinität ist ein anderes Thema, was uns heute nicht beschäftigen soll. Wer Fragen dazu hat, kann sie gerne in die Kommentare schreiben. Wir wollen uns die Frage stellen, was sind eigentlich die allgemein gültigen Wirkungsweisen, die der Heilige Geist zu allen Zeiten, im Alten und im Neuen Testament, immer hatte. Und hier haben wir schon die erste. Ich lese weiter in 1. Korinther 2, Abvers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Was diese Passage sagt, ist, dass seit dem Sündenfall, seit dem Fall des Menschen, wo auch zum Beispiel Epheser 2 oder Jesus uns in Johannes Kapitel 8 belehrt, dass der Mensch ein Kind des Satans geworden ist, in seiner Natur gefallen ist und deswegen auch nicht Dinge richtig beurteilen kann und auch nichts Gutes wollen kann. Im Buch der Sprüche heißt es, Weisheit ist, Gottesfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis. Warum? Weil ich alle Dinge im Lichte des Gottes betrachten muss, der der Schöpfer und Urheber aller Dinge ist. Zum Beispiel kann ich nicht erkennen, was wahr oder falsch ist, wenn ich nicht auf den höre, der die Wahrheit selbst ist. Ich kann auch nicht beurteilen, was gut und böse ist, wenn ich nicht den Maßstab von gut und böse, nämlich Gott selbst, heranziehe. Und genauso ist es seit dem Sündenfall, wo der Mensch von Gott getrennt ist, der Zustand des Menschen dieser, dass er tot in Sünde ist, ein Kind des Satans, verblendet in seinem Sinn und kann zwar ein paar Fakten richtig erkennen, aber nicht wirklich verstehen. Jesus sagt zu den Pharisäern in Johannes 8, warum könnt ihr meine Rede nicht hören, warum könnt ihr nicht glauben, ich paraphrasiere jetzt. Und er gibt sich selbst die Antwort und sagt, weil ihr nicht aus Gott seid, weil ihr aus dem Satan seid, könnt ihr meine Worte nicht hören. Also durch die Bibel hindurch haben wir dieses Thema, dass der gefallene Mensch verblendet ist in seinem Sinn,
Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, wer nicht von neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht einmal sehen. Es braucht den Heiligen Geist, der die Sinne befreit, der die Sinne erneuert, der Verständnis und Weisheit dem Menschen Gottes verleiht, damit er geistige Dinge überhaupt verstehen kann. Und der Paulus bezieht sich hier auf das Evangelium. Niemand kann das Evangelium von Jesus Christus glauben und wirklich in die Tiefe verstehen, was für eine wunderbare Wirkungsweise Gott hier getan hat, wenn er nicht den Heiligen Geist hat, der ihm diese toten und gefallenen Sinne neu belebt und ihm Leben einhaucht. Also können wir sagen, und diese Passage hätte natürlich noch viel mehr zu sagen, aber darum geht es uns heute nicht, können wir aus dieser Passage sagen, was wirkt der Heilige Geist? Erstens, Erkenntnis Gottes. Niemand kann ohne den Heiligen Geist wahrhaft erkennen, was Gott offenbart hat. Niemand kann ohne den Heiligen Geist das Evangelium erkennen. Niemand kann ohne den Heiligen Geist Gott kennen. Es braucht den Heiligen Geist, dass der Mensch, der verblendete Sinne hat, diese Sinne befreit werden und er nun geistig sehen kann. Das ist das Erste. Und es hängt intim zusammen mit dem Zweiten. Schauen wir Epheser 2, die Verse 4 bis 10 an. Da heißt es folgendermaßen: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Übrigens, hier redet der Apostel von föderaler Bundeshauptschaft. Und darüber haben wir schon ein Video gemacht, ihr könnt es gerne auf dem YouTube-Kanal ansehen. Erklärt, was uns in Christus, in unserem Bundeshaupt, geschenkt ist. Und dann heißt es weiter in Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und auf genau diese Passage habe ich mich gerade vor, als wir 1. Korinther 2 betrachtet haben, bezogen. Der Mensch ist geistig tot, er ist ein Kind des Teufels, er tut von Natur aus die Dinge, die seine gefallene Natur ihm aufdoktriniert und diktiert. Aber plötzlich sind wir lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, finden so zum Glauben und erhalten diesen Glauben als Geschenk. Glaube ist nichts, was ein gefallener Sünder von sich selbst aus hervorbringt, sondern es ist ein Geschenk Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, erstens, wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt irgendetwas Geistiges erkennen zu können. Und zweitens, wir brauchen den Heiligen Geist, um glauben zu können. Johannes 3,3, Jesus sagt zu Nikodemus: Wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also, der Heilige Geist bewirkt die neue Geburt und verleiht somit dem, bei dem er diese neue Geburt bewirkt, Glauben. Glauben ist ein Geschenk Gottes, wie es hier gesagt wird. Aus Gnade seid ihr errettet. Es ist ein Geschenk, es ist Gottes Gabe, damit kein Mensch sich rühme. Ich lese es nochmal ab Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Also dieser Glaube nicht mal kommt aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Glauben kann sich niemand durch Werke erarbeiten, Rechtfertigung kann sich niemand durch Werke erarbeiten, sondern alles in allem, die ganze Errettung ganzheitlich ist ein Geschenk Gottes durch den Glauben und dieser Glaube ist ebenfalls ein Geschenk Gottes durch den Heiligen Geist bewirkt. Dann eine ganz wichtige Passage, um wieder zu beantworten, was der Heilige Geist allgemein wirkt, ist Galater 5, Abvers 16. Da sind nämlich die Früchte des Geistes beschrieben. Die Dinge, die der Heilige Geist im Leben eines gefallenen Sünders bewirkt. Denn die Früchte des Fleisches sind offenbar. Auch in dieser Passage heißt es, in Galater 5, Abvers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch.
und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Hier ist eine Parallele zu Römer 7. In Römer 7 beklagt der Apostel Paulus, dass er so oft nicht das tut, was er will. Und das ist bemerkenswert, denn der natürliche Mensch, der ein Kind des Satans ist, gefallen in seinen Sünden ist, der tut die Sünde immens gerne. Aber der Mensch, der den Heiligen Geist hat, der hat nun einen Konflikt in sich selbst. Denn der Heilige Geist in ihm bewirkt Krieg und Zwiespalt und Streit mit der innen wohnenden Sünde. Also, der natürliche Mensch hat nur das Fleisch. Und sein Fleisch sündigt mit seiner Seele im Frieden gemeinsam. Aber nun durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn das Herz des Menschen, die Seele erneuert wird, so streitet nun die Seele, das Herz, das Zentrum der Wünsche und der Emotionen mit dem Fleisch. Dass die Sünde anstrebt, aber der Mensch, das wahre Ich, strebt die Sünde plötzlich nicht mehr an. Und so haben wir diesen Krieg. Und der Apostel Paulus ermutigt, die Galater diesen Krieg zu führen und die Werke des Fleisches durch die Kraft des Heiligen Geistes abzutöten. Dann heißt es in Vers 18 nämlich: Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Warum? Weil die, die solche Dinge tun, auf einer beständigen Basis dadurch demonstrieren, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Denn, Vers 22 sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, Neugeburt, Verständnis, die Früchte des Heiligen Geistes, gute Dinge, Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue, Güte, wenn diese Dinge den Charakter eines Menschen fundamental aus den richtigen Motiven heraus prägen, wenn es nicht einfach nur allgemein eine Freundlichkeit ist, die ein Gottloser hat, sondern wenn es tatsächlich eine vom Heiligen Geist bewirkte Frucht ist, die konsistent ist, die Hand in Hand geht mit seinem erneuerten Wesen, dann sind diese Dinge sind universelle Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Denn der Mensch ist ja nicht erst seit dem Neuen Testament gefallen und Tod und Sünde und vollkommen verblendet und verdorben, sondern eben seit Adam. Und deswegen hat es den Heiligen Geist schon immer gebraucht, um all diese Dinge, die wir bis jetzt genannt haben, zu bewerkstelligen. Also, die neue Geburt ist immer im Alten und im Neuen Testament eine Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Also, wo sind jetzt eigentlich die Unterschiede? Ja, letzte Woche haben wir schon betrachtet, ja, wie Mose sich wünscht, dass der Heilige Geist auf alle fällt und alle bekräftigt werden zum Dienst durch den Heiligen Geist und wie Joel 3 dann diese Verheißung gibt, dass der Wunsch Mose eines Tages tatsächlich in Erfüllung geht. Jesus selbst sagt in Markus 12, in Vers 35, und Jesus begann und sprach, während er im Tempel lehrte: Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? David selbst sprach doch im Heiligen Geist: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Also, der Heilige Geist wird hier von Jesus Christus benannt im Alten Testament als der Geist, der den David die Schrift eingehaucht hat, die Schrift gegeben hat, Übernatürliches offenbart hat. Also der Heilige Geist war natürlich auch im Alten Testament vorhanden, erstens in der Wiedergeburt, aber immer dann, wenn er explizit erwähnt wird im Alten Testament, wird berichtet, dass er die Menschen Gottes für außerordentliche Dienste befähigte und ihnen die notwendige Kraft dazu gegeben hat. Zum Beispiel auch in 2. Mose 31, wo die Stiftshütte gebaut werden soll, heißt es, dass der Heilige Geist sogar die Arbeiter befähigte und erfüllte, damit sie überhaupt diese Arbeit für den Herrn bewirken können. Und das ist erstaunlich, ich möchte es kurz vorlesen, ab Vers 1, 2. Mose 31, ab Vers 1. Und der Herr redete mit Mose
und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Also der Heilige Geist gibt hier diesem Werkmeister am Haus des Herrn, an der Stiftshütte, die Fähigkeit, all diese Dinge in wunderbarer Weise zu vollbringen. Also der Heilige Geist wird hier verantwortlich gemacht für die Kunstfertigkeit und für die Weisheit des Handwerkers, dass er hier am Haus des Herrn bauen kann. Dann ist aber auch die Frage in 1. Samuel 16, Vers 14, wo wir hören, dass der Heilige Geist den Saul wieder verlässt. Was machen wir mit dieser Passage? Und ich denke, es ist eine Schlüsselstelle, die uns zeigt, wo der Unterschied der Wirkungsweise vom Heiligen Geist im Alten Testament zum Neuen Testament ist. Und ich werde gleich noch darauf zurückkommen, wie ich das genau meine. 1. Samuel 16, Vers 14, wir lesen diese Passage einmal ganz kurz. Da heißt es folgendes: Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Da sprachen Sauls Knechte zu ihm: Siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Also der Geist des Herrn, der Heilige Geist, ist von Saul gewichen, und ein böser Geist, der ist an seiner Stelle zu Saul gekommen, um ihn zu richten. Jetzt ist die Frage: War Saul wiedergeboren? Ist die Wiedergeburt etwas, was verlierbar ist? Nein. Jesus sagt ganz klar, dass er Schafe hat aus der Schafshütte der Juden im Alten Testament und auch unter den Heiden im Neuen Testament, und dass er alle diese Schafe führt und als guter Hirte niemals verlieren wird, denn der Vater, der es ihm gegeben hat, ist größer als alle. Und da ist diese Schlüsselstelle, wo wir sehen, dass der Heilige Geist im Alten Testament auf Menschen gelegt wurde, die speziell von Gott befähigt wurden für ihre Dienste. König, Priester, Propheten und Handwerker sogar. Aber diese Befähigung zum Dienst konnte abgekoppelt sein von der neuen Geburt. Wir haben letzte Woche schon die Passage betrachtet in 4. Mose 11, die ich vorher erwähnt habe, wo 70 Älteste dem Mose als Hilfe zur Seite gestellt werden. Ihr findet diese Passage in 4. Mose 11, Vers 24 bis 29, nachdem ich sie schon beim letzten Mal vorgelesen habe, werde ich sie nur mal kurz wiedergeben. Und da ist es so, dass Mose 70 Älteste von Gott zur Seite gestellt bekommt, um den Dienst zu tun am Volk, um zu richten, um Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also sagt der Herr zu Mose, er soll diese 70 Ältesten zu sich kommen lassen. Und der Herr erfüllt sie mit demselben Heiligen Geist, den Mose auch hat. Aber zwei sind nicht gekommen. Sie sind nur in der Liste als Älteste verzeichnet, aber irgendwie haben sie es verpennt. Und plötzlich wird ihm berichtet, dass auch diese beiden im Lager weissagen, denn alle anderen, die den Heiligen Geist erhalten hatten, haben auch geweissagt, prophezeit, das Wort Gottes hervorgeredet, aber es hat wieder aufgehört. Das wird explizit in dieser Passage erwähnt. Es hat nicht stetig stattgefunden, sondern nur als Beweis, dass sie nur den Heiligen Geist haben, haben sie geweissagt und das Ganze hat dann aufgehört. Der Punkt dieser Passage ist, dass dann Josua zu Mose sagt: Wehre den beiden im Lager, dass sie weissagen. Und Mose sagt: Ich wünschte, alle würden vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ich wünschte, alle würden mit dieser Kraft Gottes befähigt werden. Und dieser Wunsch von Mose wird dann in Joel 3, in der Passage, die der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte zu Pfingsten zitiert und sagt, sie ist in Erfüllung gegangen, aufgegriffen. Da heißt es in Joel 3, Abvers 1: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Alles Fleisch. Das ist der Punkt. Im neuen Bund empfangen alle Bundesmitglieder den Heiligen Geist auf die Weise, wie sie die Ältesten bei Mose empfangen haben.
Und hier ist der Punkt. Die Neugeburt, die im Alten Bund nicht unbedingt zusammenhängen mit einer Bekräftigung des Heiligen Geistes, die hängt nun im Neuen Bund zusammen. Im Neuen Bund gibt es keinen mehr, der nicht wiedergeboren ist, und da gibt es auch keinen mehr, der nicht vom Heiligen Geist auf eine bekräftigende, befähigende Art und Weise erfüllt ist. Also diese beiden Dinge, die im Alten Testament losgelöst voneinander stattfinden konnten, dass Saul vom Heiligen Geist verlassen wird, ergo er wird nicht mehr für den Dienst am Volk Gottes befähigt. Und er war nicht wiedergeboren. Er hatte kein neues Herz. Er gehörte nicht zu den Erwählten. Und diese beiden Dinge werden nun im neuen Bund zusammengebracht. Denn auch im alten Bund hatte Gott seine Erwählten. Und auch da ist wahr von ihnen, was an so vielen Stellen im Neuen Testament erzählt wird, dass sie niemand aus der Hand Gottes reißen kann, dass sie ausharren bis ans Ende, dass sie verherrlicht werden. Und wir wollen auch gleich eine Passage dazu anschauen, die sehr, sehr stark ist. Aber die Sache ist die, dass eben die neue Geburt im Alten Testament, die auch vom Heiligen Geist bewirkt wurde, nicht unbedingt einherging mit einer speziellen Bekräftigung für spezielle Dienste oder auch, dass diejenigen, die diese spezielle Bekräftigung hatten, nicht unbedingt wiedergeboren waren. Aber jetzt im neuen Bund wird verheißen, dass der Geist Gottes über alle ausgegossen wird, über alle Bundesmitglieder wird der Heilige Geist nun ausgegossen. Ja, wenn hier jetzt bei euch Fragen entstehen, wir haben beim letzten Mal die Frage beantwortet, gibt es Christen, die den Heiligen Geist nicht haben? Und die Antwort ist nein, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Das ist der Punkt des neuen Bundes. Hesekiel 36 sagt zum Beispiel über den neuen Bund ab Vers 24 folgendes: Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, also eine Verheißung für das zu diesem Zeitpunkt im Exil befindliche Volk Gottes Israel, und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in das Land bringen, was geschehen ist. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch fleischene Herzen geben. Dasselbe Versprechen finden wir wieder in Jeremia 31. Dieselbe Verheißung, dass der neue Bund kommen wird und dass in diesem neuen Bund alle erstens gewaschen sind und dass sie aber auch durch den Heiligen Geist zu neuem Leben geführt werden. Zum Beispiel Hebräer 10 zitiert Jeremia 31 und bringt diese beiden Verheißungen in Verbindung, dass die, von denen gesagt wird, dass sie Vergebung erhalten, dass sie abgewaschen werden, auch die sind, die den Heiligen Geist haben und somit in Gottes Satzungen und Rechtsbestimmungen garantiert wandeln. Also das ist der Punkt des neuen Bundes. Der Heilige Geist erfüllt nun jedes Bundesmitglied, weil Christus, der perfekte Hohepriester, für sie gestorben ist, sie gereinigt hat und nun der Geist Gottes sie zu neuem Leben führt, wie es natürlich auch im Alten Testament der Fall war, bei den Erwählten, die der Heilige Geist auch zu neuem Leben und zu Glauben geführt hat. Aber nun ist im neuen Bundes so, dass die Erfüllung gekommen ist. Christus ist gekommen, der Hohepriester des neuen Bundes, der die Vergebung ein für alle Mal bringt in seinem Blut und den Heiligen Geist auf jedes Bundesmitglied ausgießt, sodass wahr ist, was in Jeremia 31 gesagt wird. Alle werden ihn kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Also, schauen wir noch an eine letzte Passage, was der Heilige Geist nun wirkt, ist Römer 8 und zwar ab Vers 9 bis 15 lese ich euch. Ihr aber seid nicht im Fleisch und erinnert euch, was wir gerade gesagt haben. Es gibt das Fleisch, das gefallen ist und der natürliche Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, ist nur Fleisch und Seele und die beiden stimmen perfekt überein miteinander. Die Seele ist gefallen und will das Böse tun, das Fleisch ist gefallen und will auch das Böse tun. Die beiden haben perfekte Harmonie, bis der Geist Gottes das Herz erneuert und somit Krieg zwischen dem Christen und seinem Fleisch entfacht. Und davon reden wir hier. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So viel übrigens noch zur letzten Woche. Es gibt keinen Christen, der nicht den Heiligen Geist hat.
Ja, immer wieder in charismatischen Kreisen wird gesagt, boah, ich wünschte, die Person so oder so, die ihr Christ ist, hätte den Heiligen Geist. Willst du damit sagen, dass jemand zum Glauben findet und geistige Dinge plötzlich versteht ohne den Heiligen Geist, obwohl so klar gesagt wird, es ist nicht möglich? Und auch hier, wer den Geist Gottes nicht hat, wer nicht im Heiligen Geist getauft ist, ist nicht des Christus. Das heißt, ohne Heiligen Geist kein Christ sein. Und dann ist weiter. Dann heißt es weiter. Im Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird dasselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ist das hier Werksgerechtigkeit? Nein, der Apostel beschreibt einfach die notwendige Schlussfolgerung des Geistes. Wenn jemand den Heiligen Geist hat, so wird er gegen seine Sünde kämpfen und deswegen wieder leben. Und wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, wird er die Taten des Fleisches nicht bekämpfen und dann wird offenbar, er ist kein Christ, er wird nicht errettet sein. Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wenn euch aufgefallen ist, wird gesagt, dass jeder, der den Heiligen Geist hat, genauso sicher wie Christus auferstanden ist, auch eines Tages selbst auferstehen wird. Und das ist neu. Der Heilige Geist, und wie das zusammengeht, ist vielleicht ein Mysterium des Glaubens, hat im Alten Testament keine Leute erfüllt, so wirklich. Er hat sie bekräftigt und befähigt, er hat die Erwählten, die zu Gottes Volk gehören, zum wahren Israel, wie Paulus es im Römerbrief sonst noch sagt, zu neuem Leben und zu Glauben geführt. Aber nun in Christus bewohnt und erfüllt der Heilige Geist diejenigen, die Christus durch sein Opfertod gereinigt hat. Der Tempel ist nicht mehr aus Stein, sondern, 1. Korinther 3, er ist die Gemeinde. Lebendige Bausteine sind dieser Tempel. Das heißt, der Heilige Geist bewohnt die Christen genauso, wie er einst den Tempel in Jerusalem bewohnt hat. Das ist ein wunderbares Mysterium. Das sollte uns zu heiligen Leben veranlassen und motivieren, die Sünde abzutöten. Aber es ist gleichzeitig auch die notwendige Schlussfolgerung. Wer den Heiligen Geist hat, wer erneuert wurde durch den Heiligen Geist, der wird die Sünde bekämpfen. Das heißt, Krieg gegen die Sünde ist Indiz für den Heiligen Geist. Und deswegen sagt er hier an dieser Stelle in Römer 8, wer den Heiligen Geist hat, was sich darin zeigt, dass er gegen Sünde kämpft, kann die Gewissheit haben, dass er eines Tages auferstehen wird. Alle, die den Heiligen Geist haben, die werden auferstehen. Es gibt niemanden, der den Heiligen Geist nicht hat, der zum Leben auferstehen wird. Und genauso wenig gibt es niemanden, der den Heiligen Geist hat, der nicht eines Tages zum neuen Leben in der Ewigkeit auferstehen wird. Der Heilige Geist quasi ist der Beweis, dass ein Christ eines Tages auferweckt werden wird am letzten Tag. 1. Korinther 15 redet von diesem Ereignis. Jesus an verschiedenen Passagen im Johannesevangelium redet von diesem Ereignis, dass er am letzten Tag die Seinen auferwecken wird. Zum Beispiel in Johannes 6. Noch einmal, im Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, weiter, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist ist der Beweis, dass ein Mensch eines Tages auferstehen wird. Es gibt niemanden, der den Heiligen Geist hat, der eines Tages nicht auferstehen wird. Und das ist es, was den neuen Bund so wunderbar macht. Das war verborgen im Alten Testament.
wie diese ganzen Mechanismen sein werden. Aber nun ist es offenbar. Wer den Heiligen Geist hat, kann nun wegen Jesus Christus, das den Toten auferstanden ist, selbst die Gewissheit haben, dass auch er eines Tages mit Christus aus den Toten auferstehen wird. Also der Heilige Geist bewirkt Leben auf jeder Ebene. Geistiges Leben, geistiges Verständnis, aber auch die Auferstehung wird durch die Kraft des Heiligen Geistes eines Tages jedem einzelnen Christen, der den Heiligen Geist jetzt schon hat, geschenkt werden. Wenn du den Heiligen Geist hast, was sich darin zeigt, dass du die Früchte des Geistes hast, was sich darin zeigt, dass du heilig leben möchtest, kannst du die Gewissheit haben, dass du eines Tages beim Schall der Posaune auferstehen wirst zu ewigem Leben. Und das ist das, was den Heiligen Geist im Neuen Testament so wunderbar macht, weil er die Garantie für die Auferstehung ist. Die natürlich die alttestamentlichen Gläubigen auch haben, also diese Auferstehung. Aber diese Garantie, diese Sicherheit, diese Gewissheit in Christus, die war verborgen. Und nun ist sie vollkommen offenbar geworden. Was machen wir dann mit Passagen wie Lukas 11, wo Jesus sagt, wir sollen um den Heiligen Geist beten? Ja, genau weil wir den Heiligen Geist haben. Und weil es ein Prinzip des christlichen Lebens ist, dass wir unsere Schwachheiten anerkennen, unsere Hilflosigkeit. Wir strecken ja beim Gebet leere Hände gegen den Himmel, weil wir ausdrücken, dass wir nichts bringen und Erfüllung von Gott aus reiner Gnade erwarten. Selig ist, wer arm im Geist ist. Bergpredigt. Das zieht sich auch durchs christliche Leben. Wenn ich erkenne, dass ich den Heiligen Geist für jedes kleine bisschen im christlichen Leben brauche, dann werde ich den Vater darum bitten, dass er mir jeden Tag neue Bekräftigungen des Heiligen Geistes gibt. Nicht, weil der Heilige Geist einen verlässt und jeden Tag aufs Neue kommt. Nein, sondern weil wir den Heiligen Geist haben, können wir nun Jesus aus Lukas Kapitel 11 gehorchen und um neue Segnungen und Bekräftigungen des Heiligen Geistes beten, weil wir hier unsere Abhängigkeit zu Gott anerkennen und diese ausdrücken, indem wir eben für diese neuen Bekräftigungen und Segnungen bitten und auch die Zusage haben, dass wir sie erhalten, weil wir den Heiligen Geist bereits haben. So, ich denke, wir haben klar dargelegt, was der Heilige Geist im Alten und im Neuen Testament wirkt, wo die Unterschiede sind. Und ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich, um die Wirkungsweise des Heiligen Geistes besser zu verstehen. In diesem Sinne, der Herr mit euch und bis zum nächsten Mal.